Also ich kenne kein Spiel, was das so geil das Wasser rendert. Du? Nee, das ist schon sehr, sehr gut, ja. Was schon auch cool gemacht hat, war dieses Assassin's Creed Black Flag, was ja auch auf Piraten ausgelegt war. Das habe ich nie auch eine ganz coole Wasserengine, aber... Das habe ich nie gespielt. Ich habe irgendwie Assassin's Creed... Ja, du bist ja auch kein Assassin's-Fan, ja, ich weiß. Was heißt kein Assassin's-Fan? Ich fand irgendwie... Mich hat die Story an sich hat mich mega gereizt davon. Aber der erste Teil, das war irgendwann so langweilig, immer das Gleiche. Und dann beim zweiten Teil auch immer auf diese scheiß Türme klettern und dann diesen... Das war mir irgendwann zu blöd. Da dachte ich, ah, komm, nee. Und jetzt sagen alle, ich soll dieses... Schiff da. Hä? Ich sehe kein Schiff da. Na, das wird, dann wird's lustig. Zu zweit könnte es spannend werden. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber naja. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Türme. Also ich glaube, da ist nur eine Fest... Ja, doch. Nee, doch sind Türme außenrum. Naja, wobei... Nee, ich glaube, das ist... Na, schauen wir mal. Türme erklärt dann die Ubisoft-Formel. Naja. Das hast du ja bei jedem Ubisoft-Spiel, ja. Nee, welches Spiel hat es auf die Schippe genommen? Irgendein Spiel war es, das war auch ein Ubisoft-Spiel, wo du nicht auf Türme klettern musstest. War das Far Cry? Wo der Protagonist dann irgendwie sagt, keine Angst, ich lass dich nicht auf Türme klettern irgendwie. Keine Ahnung. Zelda Breath of the Wild hat's geklaut, aber da ist es gut gelungen. Naja, weil bei Zelda du ja nur die Karte aufdeckst, aber keine interessanten Punkte, die musst du ja selber finden. Das ist ja... Bei Ubisoft, da gehst du auf den Turm und dann kriegst du auf der Karte immer gleich alle Nebenquests, alle Dinger angezeigt. Ja, bei Zelda musst du ja selber mit dem Fernglas quasi oder halt mit dem Ding da gucken. Ja, das finde ich halt wieder cool, aber das mit diesen Türmen, das war so affig und so nervig irgendwann. Und jetzt sagt mir jeder, soll Assassin's Creed Origins ausprobieren, das soll mega geil sein. Das ist halt den Vorteil, ja, du musst dann auch. Ich glaube, da ist doch ein Schiff, warte mal. Na, vielleicht können wir denen helfen. Ja, und dann teilen wir uns die Beute, oder was? Ja. Ja, ah, genau. Ist zu Ende. Toll. Toll, jetzt sind wir da, jetzt ist der Raid weg. Wir können die anderen meucheln. Ist das ein kleines Schiff oder ein großes Schiff? Eine Galeone. Ja, dann lass weggehen. Dann sind es mindestens... ein Dorf da hinten anscheinend. Ja, ist ja kein Ding, kein... Der Sanctuary. Ach, das war ein Außenposten? Ja. Die Galeone ist übrigens gar nicht da, das ist, Nee, das war nicht der Außenposten. Das war da hinten, wo die Galeone jetzt ist. Ja, okay. Weil die Musik auch gar nicht geschwenkt hat. Ja, sonst gut, hättest dann du das nämlich. Lass mich gehört. Mal an Steuer, gib mal kurz dein. Oder geh mal runter und tu mal deine Mission, die du noch offen hast. Jo, toll. Wisst ihr, Raid, wir fahren endlich zum Raid hin. Wir sind da, oder allmählich da. Raid ist weg. Schön. So. Ich hab gewartet. Ach du Scheiße. Das Duell mit der namhaften Crew der Crimson Dog. Ach du, was? Devil's Ridge. Oh, und da Gott. Sind schon drei Dinge. Wo ist denn Devil's Ridge jetzt? So, Zelda 2 ist so ein einzigartiges Quest-System. Da sagt dir keiner, wo du lang musst, sondern nur, wo die Quest beginnt und dann such halt. Ich muss sagen... Bist du gerade am Steuer, oder? Nö. Wir schippern, glaube ich, gleich auf die Insel zu. Ja, ja, wo muss ich hin? Weiß ich noch nicht. Devil's Ridge, so ich noch. Ach so. So, Kupuro, hallo, grüß dich. Ich muss ja sagen, Hallöchen. Ich habe jetzt angefangen auf YouTube, och, nö. Oder generell, ich habe angefangen Witcher 1 zu spielen. Habe ich auf YouTube du musst schon alles nach Südosten, mach dich schon mal auf den Weg. Bin schon auf dem Weg. Bin schon auf dem Weg. Und ich habe Witcher 1 angefangen. Und ich muss sagen, genau gegen Gegenwind finde ich super. Kupi, oh Mann, und ist quer über die ganze Map, ey. Kupsi und Happy haben ein Schiff. RIP. Nee, wir sind noch kein einziges Mal gestorben. Wir sind echt gut. Ich bin gut. Happy schaukelt nur Eier und redet über irgendwelche komischen Sachen. Das stimmt. Nee, was wollte ich eigentlich sagen jetzt halt? Ich hab mich alle rausgebracht. Gott sei Dank. Ach ja, genau. Warte mal, mach mal Süden. Volle Knecke Süden, bitte. Ja, da fahren wir genau auf das Schiff zu, aber okay. Wieso Süden? Da ist Wanderers Refuge, da müssen wir wieder hin.
Okay. Das Wasser sieht saugeil aus. Ja, das Wasser ist auch saugeil. Ich würde da gerne mega reinspringen jetzt einfach. Okay, das können wir eigentlich ganz gut arbeiten. Ne? Erstmal Wanderer's Refuge. Also ja, was ist das da für ein Schiff? Ist das eine Schaluppe oder... Das ist eine Schaluppe. Warte mal, ich geh mal an Steuer, bitte. Oh, das ist ein Schiff. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, ich bin noch nicht am Steuer. Jetzt halt. So. Ich winke mal. Mal gucken, ob es abschießt. Wir sind nur auf Halbmast. Ja, mach mal volle Kanne. Hey, wir sind volle Kanne, aber wir sind volle Kanne gegen Wind. Ja, ich muss gerade winken, dass der uns nicht abschießt. Weil das jetzt funktioniert, ey. Das wird 100% funktionieren. Der wird nicht auf uns schießen. Schau. Die waren aber schon, der war an der Kanone. Ja, natürlich, der hat gedacht, dass wir ihn abschießen. Nur hat er gesehen, dass wir winken. Also von daher, ich sag ja, winken hilft. So? Ahoi, Schatz. Ahoi. Wie schreibe ich denn? Gibt's irgendwo so einen Schnellchat? Ja, T. So, der Super Morius. Geiler Typ. Hat uns nicht abgeschossen. So, okay. So, was ist nun mit Witcher? Du wolltest was dazu sagen. Ach so, ja, stimmt. Ich finde... Witcher 1 ist ewig alt und die haben das ja gepatcht so ein bisschen, beziehungsweise ein paar Sachen optimiert. Und es macht so unglaublich viel Spaß. Also es ist einfach die... Hast du Witcher 1 gespielt? Klar. Das ist, jetzt mal ganz, ganz ohne Mist, ne? Das Kampfsystem. Du musst ein bisschen reinkommen, aber wenn du drin bist, das macht so viel Spaß. Und vor allem, was ich ein Highlight finde, du weichst aus... Und dann weichst du aus. Ja, das ist kann nicht jeder Entwickler. Und das ist Gold wert. Und auch mit den Tränken und alles, dann mit den Ölen. Es gab zwar auch Stellen, wo ich ein bisschen geflucht habe, ich dachte, so eine Grütze. Gerade am Anfang, wo ich gegen den Höllenhund gekämpft habe, das war so. Aber dann habe ich das mit dem Öl draufgekippt auf meine Waffe und siehe da, plötzlich ging das ganz gut. Also das ist. Es ist ein sensationell geiles Spiel und es ist unglaublich gut balanced. Das kann nicht jeder Entwickler. Und das Spiel ist sackalt. Und das macht vieles besser als so mancher neuer Titel von einem großen Studio, was sich auf die Fahne schreibt, wir machen so RPG-Spiele. Alex. Ja. Oh, ich sehe gerade Koppel. Hervorragendes Emoji hast du da. Ja, das stimmt. Ist das eins von dir? Ja. Echt? Du hast solche Emojis? Ernsthaft? Nee, das ist Waschbär-Ding da oben noch. Ach so, das da oben, ja. Na, wir sind gleich da. Erste Station. Ja. Ich bin am Segel. So, auf jeden Fall, Witcher ist sensationell geiles Spiel. Also, das ist auch mein Lieblings-RPG, ja. Da. Weiß nicht, vor allem, es ist halt nicht so, dass du eine aufs Maul kriegst, sondern gut, wenn du eine aufs Maul kriegst, bist halt zu schwach. Dann musst halt einfach entweder besser skillen, dich besser vorbereiten mit Ölen und Tränken und sonstigem. Oder du musst halt einfach später wiederkommen. Aber das Spiel ist eigentlich komplett fair. Schau mal nach hinten, bitte. Ja. Uns verfolgt ein Schiff. Nee, das ist der andere, der die Segel wieder angesetzt. Nein, der verfolgt uns. Der hat gewendet und. Also, wenn es der ist, dann hat er gewendet und verfolgt uns gerade. Ha. Der will uns bestimmt helfen. Oder uns die Beute klauen, die wir noch nicht haben. Welche Beute? Wir haben nichts. Der Frachtraum ist. Leer. Wie mein Magen. Ich geh mal ein Segel. Ja, mach mal Segel. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr geiles Spiel. Macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt in Witcher reingesteckt habe. Ich habe schon tausendmal mehr Spaß als mit Elex. Ja. Und vor allem, weil es aber auch so ist, dass du halt eine Entscheidung triffst und dann passiert irgendwas und dann sagt es so, naja, hätte ich mich damals anders entschieden, wäre das heute anders gelaufen. Nichts so. Fuck, das ist gar nicht mal blöd. Das ist mega geil. Anker. Jawohl, Chef.
Beziehungsweise, warte mal, ich trau dem Schiff nicht. Der kommt immer näher. Ach, lass den mal, der macht nichts. Nein, bleib mal an Bord. Er will nur spielen. Hoffe ich. Wo sind wir eigentlich gerade? Er steuert genau auf uns zu. Naja, ist mir wurscht, wir haben ja nichts an Bord. Tom Pickeroon. Auf welcher Insel sind wir jetzt eigentlich gerade hier? Wanderer's Refuge. Wir müssen Skelette, ist doch eigentlich egal, auf welcher wir sind. Ja, stimmt eigentlich, hast recht. Ich beobachte mal, was er macht. Wenn der jetzt auf das Schiff schießt. Also pass auf, wenn er auf das Schiff schießen sollte, der ist alleine. Dann entern wir ihn, schießen ihn weg und versuchen sein Schiff zum Kentern zu bringen. Jetzt zieht auch das Segel ein. Beim Teutates, klar zum Entern! Ich habe hier Schießpulver. Ich bin gespannt, was er macht. Ja, er legt auch an anscheinend. Sobald ich nur einen Kanonenschuss höre. Er ist auch alleine, also was will er denn machen? Ich habe Schießpulver. Ich wink mal. Du hast Schießpulver? Achso, du hast Schießpulver, geil. Da liegt Schießpulver da am Strand. Wenn der einen Schuss macht, sag mir Bescheid, ich nehme das schief. Was hat der vor? Keine Ahnung. Der will bestimmt unsere nicht existenten Schätze klauen. Ich wink gerade mit ihm. Such mal du die Skelette, ich bin auf dem Weg. Wieder er. Aha, er schreibt schon wieder Ahoi. Ich glaube, der ist zurückgekommen, weil ich ihm geschrieben habe. Ah, toll. Ich bin einfach. Jetzt hast du einen Hund angelacht. Toll. Ist übrigens toll, dass ihr alle Ahoi schreibt. Könnt ihr einfach was Normales schreiben, nicht immer nur Ahoi? Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, hier sind Ruinen. Geil. Oh, da verpasst ihr voll was. Das ist mega cool hier. Aber du siehst das ja im Stream. Wir waren doch schon mal auf der Insel. Echt? Ja, Wanderer's Refuge. Da ist ein Skelett. Hab's gefunden. Was bist denn du? Irgendwo ganz oben, bei den Ruinen. Nicht fressen, sterben. Danke. Wenn der mir den Schädel stibitzt, ne, von dem Skelett. Der ist ja nicht bei dir. Ist der noch bei dir, oder was? Naja, nee, der ist. Also, der ist irgendwie bei den Schiffen geblieben. Was hat denn der vor? Wo rennst du gerade hin? Ja, keine Ahnung, ich suche die Skelette. Ich habe jetzt drei Skelette gefunden, wo die anderen Skelette sind. Die spawnen doch hier wieder. Das sind doch wieder welche. Ich habe die nicht gehört. Hä? Jetzt spawnt doch keiner mehr. Sag ich doch. Einer war noch gerade da, aber. Ah, hier. Sauer! Blödes Mistding! Wo ist der denn? Ich sehe den nicht mehr. Er ist bei den Schiffen geblieben, wie gesagt. Ah, scheiß Schlange, ey. Ich hasse die Schlangen. Ja, ah, die sind echt unnütz hier. Das klingt nach Kapitän hier gerade. Ah. Okay. Oh, diese verkackten Schlangen. Vor allem, du siehst dann immer nichts mehr. Ja, das ist das Nervigste. So, ich heim mich mal hoch. Falls der andere Typ sich doch entscheidet, uns anzugreifen. Wir sind ja noch nicht fertig hier. Ja, ich weiß. Ich sehe nichts. So, jetzt müsste der Captain gleich kommen. Captain, mein Captain! Normales Skelett. Äh.
da ist der Captain. Tom Pickeroon. Ich glaube, die müssten mal den Name Generator updaten. Ja. Das sind immer die gleichen Namen. Verdorbener Kopfgeldschädel. Naja. All the Beast. War's das schon, ja, ne? Jo, da ist er. Jo. So. Okay. So. Der Cooper hat alles im Griff. Ich muss eigentlich gar nichts machen, weil der Cooper ist so legendär, der schafft es doch alles ohne mich. Ja. Der packt schon dran. Aber du bist da irgendwie besser in der Diplomatie als ich. Nimm mal das Pulverfass. Ich tu mal das Pulverfass auf sein Schiff. Nee, das machst du nicht. Jetzt frag dich mal, warum dich jeder abschießt. Ich tue es ja nur drauf, ich schieße das nicht ist drauf. Ja, das ist der bedankt sich bestimmt dafür. Ja, ja, klar. Ich gebe den Pulverfass. Du bedankst dich bestimmt. Ein Pulver. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Ja, na gut. Ey, der hat uns aber voll zugeparkt. Ja, wir wenden halt einfach. Wo ist man denn als nächstes? Achso, warte mal, ich habe ja schon die nächsten Ziele ausgewählt. Der hat wirklich richtig zugeparkt. Sag mal, was ist denn hier los? Weiter nach Süden. Einfach nur geradeaus eigentlich. Ja, das ist etwas schwierig. Quatsch, es geht schon. So. Ich hoffe, wir rammen nicht, weil sonst sinkt sein Schiff. So, warte mal. Der hat auch beschissen geparkt. Warte mal. So. Gib mal Vorrat. Na, noch nicht. Ein bisschen weiter nach. Ein bisschen weiter nach rechts. Nee, es geht schon. Wir kommen vorbei. Wahahaha. Der ist aber nicht hier an Bord, ne? Nee, der war ja noch auf der Insel. Okay. So. Der hat uns einfach eingeparkt. Sowas aber auch. Warum tust du eigentlich das Segel nicht ganz runter? Weil ich so schön bin, so schlau bin. Da-dam, da-dam, da-dam. Die Mist, weil Kiki wieder gewinnen, also. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr auf der Insel. Da hinten ist ein Schiff. Ha, nö, ich sehe ihn gar nicht. Ich dachte jetzt vielleicht, dass er. Ich dachte jetzt vielleicht, dass er uns zuwinken möchte. Aber. Nö. So, zum Glück hat Hepi so einen guten Ausparker. Ja, das stimmt. Hey, damit war ich gemeint. Ja, wer denn sonst? Ich musste kurz realisieren. Ein nettes Wort von Jeremy. Jeremy ist immer nett zu dir. Ja, ja. Weißt du noch die eine Elite Dangerous-Aufnahme? Wo du zum Ausgang fliegen wolltest und ich mit meinem Schlachtkreuzer gesagt habe, ich flieg vor dir raus? Ja. War eine Katastrophe und ich habe die Strafe bekommen. Wo die Station dich dann noch wegschießen wollte, was ich gesagt habe, sofort weg. Ja, genau. Weil du zurückgesetzt hast. Ich musste ja lachen. Ich durfte nicht zurücksetzen. Ich hätte mich weiter mit dir durchpressen müssen. Ja, genau. Ich dachte wirklich, ich schaff's. Wo müssen wir hin? Geradeaus. Ein bisschen weiter nach links, also mehr südlich. Okay. Ich glaube, es ist sogar die große Insel da. Geil. Ich hoffe es aber nicht, dass es die ist, aber doch, das ist sie. Wieso? Ah, ja, es wird wieder ewig dauern, bis wir die Skelette finden. Ja, das stimmt. Mann, ich will jetzt einen Raid, verdammt! Ja, ich würde auch gerne mal einen Raid machen. Ich will Reichtümer! Plunder Weddy, wen haben wir denn hier als Ziel? Der ist immer noch auf der Insel hinten. Krass. Nein. Da. Ah, einen. Rickham El Rojo, den hatten wir auch schon mal. Welchen machen wir? Plunder Weddy. Rickham El Rojo. Ach, hier, ja. Stimmt aber auch schon, ja. Ja, das ist echt ein bisschen.
Also man könnte ja wenigstens noch so, keine Ahnung, so 30 Namen oder 40 Namen einfügen, dass du halt nicht immer die gleichen Piraten kriegst. Weil es fällt halt echt auf, wenn es halt bloß 8 Piratennamen gibt. Da rechts ist ein Schiffswrack. Wollen wir das mal durchsuchen? Ja, setz mal kurz. Momentan haben wir noch nichts gelootet, von daher passt es schon. Ich bin noch am Segel. Also ich würde sagen, sobald wir jetzt einen Raid sehen, setzen wir sofort Kurs drauf. Ja. Sonst wird es nichts mehr mit uns, mit dem Raid. Du musst da bloß, wie gesagt, ja klar. Ich stehe hier und er geht die Leiter runter. Ja. Mhm. Ich bin bereit. Das ist sehr schön. Ha, perfekt geparkt. So, was haben wir hier? Das fragt der das mal Bloody Geist, Death. Ha? Ein cooler Name für ein Schiff. Das stimmt. Oh, ist hier irgendwas? Ein Bett. Endlich mal. Das stimmt, die müssen gar nicht schlafen hier. Cooles Schiff, aber irgendwie... Ich weiß übrigens, wie ich mein Schiff nennen werde, wenn es hier mal irgendwann Namen gibt für die Schiffe. Wird es nicht geben. Gibt's bestimmt irgendwann. Mein Schiff wird heißen Thousand Sunny. Das ist aus One Piece? Ja. Oh. Ein ehrloser Kopfgeldschädel. Okay, nehme ich mit. Hat sich schon gelohnt. Aber es ist schön, dass du das weißt, dass das One Piece ist. So ein Name, das kann nur aus One Piece sein. Du hast One Piece gar nicht mehr geguckt, ne? Nee, nur am Anfang. Hier ist sonst irgendwie nichts mehr. Der Stream ist weg. Was ist da los? OBS ist gecrashed. Ja, der Stream ist offline. Ja, das ist toll. Ja, ich glaube, in diesem Stream wird es keine Webcam geben. Es ist ja ein Träumchen. Ich mache hier mal ganz kurz, ihr seht mal ganz kurz nur meinen Charakter. Ich muss mal eben den Stream wieder zum Laufen kriegen. Schön. Ihr seht den Cooper, wie er gerade auf die Insel zusteuert. Hast du alles schon durchsucht, oder wie? Ja, da war nichts mehr. Okay, so, ich glaube, der hat den ganzen Benutzer abgemeldet hier. Sauber. Ja, geil. Er hat den Benutzer einfach komplett weggeschossen. Das ist geil. Windows oder was? Naja, Windows hat den User weggeschossen. Ein PC, ne, der macht Faxen. Also der Streaming-Rechner ist gerade mega geil. So, das heißt, Webcam-Aufnahme ist nicht. Weil ich die natürlich nicht als MKV aufnehme, sondern als MP4. Die hat halt gegrillt, weil ich das nicht umgestellt habe. Ich dachte, ach komm, der ist eh stabil, da wird nichts passieren. Ja. Es ist ein Träumchen. Das ist unfassbar. Wir sind schon an der nächsten Insel. Geil. So. Hoch so. Offline, war AFK. Ich hasse das echt. Zack. Jetzt muss ich. Profilszenen. Profil Twitch Szenen Default. So. Ja. So, okay, jetzt läuft's wieder. Hallo an alle, da bin ich wieder. Es ist total toll. Aua. So. Was machst denn du, ey? Ich bin gegen das Mikrofon geknallt. Ich wollte gerade sagen, offline ohne Outro gibt's doch nicht. Ja, es ist sensationell, echt. So.
Nehmen wir die Cam mal wieder auf. Das ist echt ärgerlich, jetzt hat's mir die Cam weggeschossen. Ja, das ist bitter. Ich werde mir jetzt doch mal eine richtige Kamera kaufen. Die, was ich dir mal geschickt habe, da unten ein Cam-Link von Elgato. Ja, aber da hast du ja auch Speicherprobleme. Nee. Weil die Cam nehme ich ja auf der Kamera direkt auf, nicht mehr bei OBS. Ja, ja, aber da. Wie viel Speicher wirst du in der Kamera haben? Die Aufnahmen sind nicht groß. So. Und ich muss das umstellen, dass ich die Webcam künftig auf MK4 aufnehme. Bist du schon an Bord? Ich bin schon an der Insel. Ich suche gerade die Skelette. So, lol, mit dem Wind Waker Intro und mit der Banane in der Hand ist er wieder da. Ja, hab ihn Banane gefuttert. Oh, das ärgert mich jetzt echt, dass es die Ding weggeschossen hat. Dass Windows einfach die Session weggekillt hat. Okay, dann ist hier. So, das ist echt ärgerlich. Da hat er einfach gesagt, puff, und ich schieße jetzt mal alles weg einfach. Insel hier ist gerade wieder voll schön, ey. Das stimmt ja. So, also wie gesagt, Aufnahme, Stream ohne Cam. Macht's für mich etwas einfacher. Beim Schneiden dann später. Das ist so ärgerlich. Es sind so coole Höhlensysteme, aber die sind halt alle leer. Naja, manchmal sind hier halt Sachen drin, dass du hier die Sachen hier finden musst, die Stellen. Dann findest du halt die Schätze hier zum Beispiel. Also es gibt Quests, wo du, sag ich mal, dieses Skelett hier zum Beispiel, das habe ich mal gesehen bei einem. Das, was hier gerade liegt da, hinter dem Stein. Ja. Dass du halt das suchen musst und dann musst du halt in der Höhle nach dem Schatz graben. Oder kriegst halt ein anderes Quest. Ja, wie diese Schnitzeljagden halt. Na genau, richtig. Aber es stimmt ja schon. Das ist, wenn du halt so auf die Insel kommst, es ist halt einfach. Es ist halt sehr, 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 sehr leer, das Ganze. Ja, das wäre voll cool, wenn du dann halt einfach so durch Zufall dann irgendwelche coolen Sachen finden könntest. Erfolg freigeschaltet. 25 Legenden. Völlig inakzeptabel. Aha. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Vielleicht war das so, dass du dieses Skelett gefunden hast oder so. Nee, da war ich ja schon wieder Legende. Was ist das für ein Erfolg? Kann ich das sehen am Handy? Sehe ich das? Mann, wo sind denn hier die Skelette? Ich dreh durch. Die sind bestimmt in irgendeiner Höhle. So, ich lade mal gerade einen Erfolg, weil ich wissen will, was das ist. Wenn ich den hier sehe. Warte mal, ich sehe es oder sehe ich den auf dem Tablet auch? Verschenke oder verliere eine Truhe an eine andere Crew, die diese dann... Was? Hier steht, verschenke oder verliere eine Truhe an eine andere Crew, die diese dann... Na toll, jemand ist auf unserem Schiff. Ah toll, ja, verschenke eine oder verliere eine Truhe an eine andere Crew, die diese dann einlöst. Wir haben eine Truhe verloren. Wir hatten noch gar keine Truhe dabei. Ja, das muss von irgendwo von früher, also... Dann wurden wir irgendwann, weil der hat ja anscheinend jetzt erst eingelöst. Ja, aber wir hatten noch nichts dabei. Irgendwann wurden wir beklaut, offensichtlich. Aber wann denn? Keine Ahnung. Krass. Uns ist niemand gefolgt zu der Insel, oder? Also ich hab's nicht gesehen, Ahnung. Weil ich war in meinem Stream beschäftigt, ihn wieder online zu kriegen, nachdem der Rechner abgeschmiert ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht so sehr drauf geachtet, aber gesehen habe ich auch nicht. Ich habe ein eigentümliches Relikt gefunden. Oh, das ist ein Rabaché-Ei oder wie man das halt nennt. Ah, die sind nicht viel wert, aber nimm's mit. Sind nicht viel wert. Ich habe es in der Hand, also es ist wahnsinnig viel wert. Das stimmt, ja. Das wird alleine durch die Berührung des großen Kuparius um das 100-fache erhöht. Ja, eben. Aber es ist toll, dass dir ein Erfolg mitteilt, dass irgendjemand etwas gemacht hat. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Nichtsdestotrotz. Übrigens ein sehr schönes Wort möchte ich betonen. Nichtsdestotrotz.
Du bist doch besoffen. Such lieber Skelette. Gibt's keine Skelette. Ja, ich suche ja gerade. Ich renne über die ganze Insel und suche diese beknackten Skelette. Ich finde die nicht. Ich höre aber auch nirgendwo Skelette, wie man sonst hört. Die sind 100 pro in irgendeiner Höhle. Nichts desto happy. Ja, das wäre auch geil. Ein Schweinchen, juhu. Was ist das hier? Nix. Ich sehe keinen Raid. Schade. Sind die da unten vielleicht, die Skelette? Die erste Welle Skelette, die läuft hier immer rum. Die spawnt hier nicht, sondern die ist hier auf der Insel schon drauf. Und die musst du einfach kalt machen. Und wenn du dies findest, dann hast du eigentlich das Dingens gefunden. Aber die, hier sind nirgendwo Skelette. Die sind 100 pro irgendwo in was einer... Was ist denn das für ein Skelett? Ist das so ein Pflanzen oder... Nein, das ist ein normaler. Die sind 100 pro in irgendeiner Höhle. Ach, da bist du. Okay.